Knut Müller unterwegs zur Möbelkraft in Dresden-Altfranken. Seit vielen Jahren betreut er deutschlandweit mittelständische und große Unternehmen, darunter auch Möbeleinrichtungshäuser. Denn was hilft noch gegen die hohen Energiekosten? Diese Frage stellen sich immer mehr Unternehmen. Dementsprechend fand auch bei Möbelkraft eine Verbrauchsanalyse statt. So, dass wir dort festgestellt haben, dass eine Energieoptimierung notwendig ist, weil wir einen ziemlich hohen Verbrauch hatten. Und durch den Einbau der Energieoptimierung von der Firma Müller aus haben wir ungefähr 20% Einsparung erreicht, was ich eigentlich sehr gut finde. 20% Einsparung durch Automatisierung der Steuerung von Lüftungsanlagen, Heizung und Licht. Knut Müller und sein Team machten es durch Energieoptimierung und Lastenmanagement möglich. Bei Möbelkraft wird der Energieverbrauch jetzt so geregelt, dass vorgegebene Spitzenwerte nicht überschritten werden.